Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde wie immer nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Ich schaue jetzt rein, was aktuell bei dir los ist, welche Blockaden, welche Hürden sich zeigen, denn die strahlen meist auf alle Lebensbereiche aus. Welche Anregungen hat das Universum für dich, um deine Situation zu verbessern? Und dann wagen wir natürlich noch einen Blick in die Tendenzen. Was kommt höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zu? Kündigen sich bestimmte Ereignisse an? Gibt es Kurskorrekturen, die du in Betracht ziehen sollst? Wir werden uns wie immer überraschen lassen. Bitte beachte außerdem, dass Karten niemals Macht über dich haben. Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können auch nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ich sehe, dass du sehr viel zu tun hast. Also du hast hier einige Baustellen, die hier bearbeitet werden. Das dürfte vermutlich alle Lebensbereiche betreffen. Ich sehe auch, von außen betrachtet, sieht das gar nicht so aus, als würdest du hier, von außen wird es mehr wie ein Reinigungsprozess wahrgenommen, als würdest du ja alles in seine Ordnung bringen, als würdest du hier Struktur reinbringen. Für dich selber fühlt es sich vielleicht chaotisch an, aber du hast hier einen sehr intuitiv guten Überblick, auch wenn du das gerade nicht so wahrnimmst. Ich sehe nur eine Sache, die schwingt hier mit und da geht es um irgendeine Unstimmigkeit. Also das ist irgendwas sehr Aktuelles. Hier könnte es um das Thema Ausnützen gehen, dass sich jemand an dir bereichert, dass dich jemand ausnimmt. Es geht hier um irgendeine unangenehme Sache, die läuft hier parallel mit. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die folgenden Karten hier entpuppen, dann kann ich hierzu etwas mehr sagen, beziehungsweise du weißt vermutlich, um was es geht. Es könnte auch um ein kürzlich erlittenes Trauma gehen. Das könnte auch sein. Ich werde jetzt mal weiter deuten. Ich glaube, dann wird das hier ein bisschen klarer. Aber das, was du an sich machst, ist gut. Also, dass du hier Ordnung und Struktur reinbringst und hier einiges auch in Richtung Abschluss bringst, dass das erledigt ist. Das ist ein Zustand, der geht dann wieder raus. Ich habe jetzt hier in den Blockaden, sehe ich, dass hier, ja, hier gibt es irgendetwas, das geht hier, da geht es um dich selbst. Da willst du nicht so gerne hinsehen. Da geht es um Persönlichkeitsanteile, wo du jetzt gerade noch nicht ganz bereit bist, sie anzunehmen. Da geht es um irgendeine Wahrheit, die dürfte dich betreffen. Und ich glaube, dass in diesem Fall der Zeitpunkt einfach noch nicht gekommen
ist. Aber er kündigt sich hier, also es kündigt sich hier eine Selbsterkenntnis an. Das dürfte eine Blockade sein, die, ja, die sich von selbst lösen wird. Es wird dir irgendetwas über dich selbst klar werden oder es soll dir hier irgendetwas klar werden. Dann dürfte auch, das könnte im ersten Moment unangenehm sein, das muss ich dir jetzt schon auch sagen, aber das ist nur ein kurzer Moment. Dann folgt eine Erleichterung, weil dann hast du hier mehr Klarheit. Und ich denke, dass das, was du jetzt hier machst, das wird dich dann hierhin führen. Ich soll dich, glaube ich, nur darauf vorbereiten, dass du hier, ja, dass dir hier irgendetwas auffallen wird, dass du dann einfach, ja, wo du hier für dich selber dann eine Lösung finden wirst. Aber es muss erst klar werden. Dann sehe ich hier das Thema Geduld. Das Thema Geduld. Also hier, es ist hier irgendwie so eine Ungeduld, die hier mitschwingt. Es geht hier auch um deine Berufung. Es geht um deinen Weg. Es geht um deine Bestimmung. Und hier ist eine gewisse Ungeduld zu spüren. Wann geht es denn weiter? Wann bin ich denn endlich da? Wann ist denn das und das endlich abgeschlossen? Und das deutet auch darauf hin, dass du jetzt gerade, ja, jetzt gerade in einem Streckenabschnitt bist, wo sich gefühlt alles ewig zieht. Das kann man hier sehen, aber es geht hier auch darum, dass du weitergehst. Und jetzt habe ich hier im Umfeld noch einmal das Thema mit Wahrheit. Also Wahrheit ist hier eine wichtige Sache. Hier geht es vermutlich um ein oder mehrere Personen in deinem Umfeld, die nicht ganz, also diese Person, ich spreche jetzt mal von einer Person, du weißt dementsprechend, ob es sich um mehr Personen handelt. Ich spreche jetzt mal von einer. Es gibt hier eine Person, die ist nicht ehrlich. Also die kann sehr gut mit Worten umgehen, vermutlich. Also das kann ich hier wahrnehmen, kann wirklich alles schön in Worte verpacken. Aber in dieser Verpackung ist eigentlich nie wirklich etwas Wertvolles drinnen. Und das ist etwas, was dir das Universum hier mitteilen möchte. Das dürfte eine Person sein, die viel Zeit in Anspruch nimmt oder viel Energie in Anspruch nimmt, die eine Person, die hier gerne was verspricht, aber wenig davon hält oder in letzter Sekunde absagt, aber es dennoch so hinstellt, als würde das alles ja passieren und als würde sie sich beziehungsweise er sich aufopfern. Also die Person geschlechtsneutral zu sehen, das zeigt sich ja nicht, welches Geschlecht das hier ist. Und das dürfte hier mit dieser aktuellen Situation zu tun haben, dass du hier einfach, ja, dass hier geht es anscheinend um irgendetwas Traumatisches oder einfach, dass du hier Gefahr läufst zu erschöpfen, weil hier irgendwie deine Energie angezapft wird. Also so wirkt das hier auf mich. Und da möchte eben das Universum, dass du da hinsiehst und auch dementsprechend Grenzen ziehst. Das wird nicht ganz leicht sein, weil diese Person mit Worten extrem geschickt ist. Also das könnte auch sein, dass es etwas dauert, bis man draufkommt, da stimmt doch was nicht. Und als Steinbock hast du eine sehr gute Gabe, die Dinge auf den Punkt zu bringen und hier klare Worte zu sprechen, beziehungsweise hier auch ja, die Fakten auf den Tisch zu legen. Also das kann ich dir hier mitgeben. Schau da mal hin, was da los ist, weil das ist natürlich etwas, was dich auf Dauer aussagen wird, vor allem wenn du hier so viele Dinge zu tun hast. Jetzt sehe ich also das Universum deutet darauf hin, dass hier irgendetwas loszulassen ist. Also es geht hier um ein Loslassen, dein Weg ist beschützt, wir haben hier eine Engelszahl, wir haben hier die 333, es geht hier jetzt um das Thema Loslassen,
Also dieses Gefühl, dass es sich zieht, wird vielleicht noch etwas bleiben, aber es geht hier wirklich darum, dass du weitergehst. Bitte gib nicht auf, geh hier weiter. Das möchte das Universum sagen. Und es gibt hier die ein oder andere Sache, die man hier loslassen darf. Ich werde jetzt hier mal eine Zusatzinformation holen. Also es geht hier offenbar klassisch um Dinge, die dir nicht mehr dienlich sind. Du hast hier noch einen Weg vor dir. Es geht hier auch um deine Bestimmung und dieser Weg ist Teil deiner Bestimmung. Du sollst hier mit leichterem Gepäck sozusagen reisen. Das kann jetzt bedeuten, dass es diese Person betrifft, dass du hier dafür sorgen sollst, dass hier klare Grenzen gezogen werden. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass diese Person aus deinem Leben verschwinden soll, aber so wie das hier läuft, sollte es nicht weitergehen. Das wird dir nicht gut tun. Und hier ist es schon mal wichtig, da zu schauen, wie kann man das neu, wie kann man das neu definieren, wie kann man das neu strukturieren. Es kann hier auch um Dinge gehen, die einfach eine Last sind, die dir nicht mehr dienlich sind. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Vertrag, der noch läuft, den du aber gar nicht mehr brauchst. Da gibt es alles Mögliche, irgendwelche Abos, die du vielleicht abgeschlossen hast, wo du hierfür, ja, die du hier aus deinem Leben entlassen kannst, wo vielleicht die Bindungsfrist schon abgelaufen ist. Also das kommt mir jetzt spontan in den Sinn, denn auch diese Dinge, die fressen nicht nur Geld, sondern tatsächlich auch Energie, auch wenn das nur ganz kleine Beträge sind. Also hier solltest du mal nachsehen. Dann geht es natürlich auch um die ein oder andere Gewohnheit, vielleicht auch das ein oder andere Laster, von dem man sich trennen sollte, das den Weg auch irgendwo beschwerlicher macht. Du weißt vermutlich, um was es hier geht. Es könnte hier generell um Abhängigkeiten aller Art gehen. Das kann finanzieller Natur sein, das kann emotionaler Natur sein, das kann auch eine Substanz sein, das können einfach Gewohnheiten sein. Du weißt vermutlich, was das ist. Also hier sagt das Universum, lass alles los, was nicht mehr zu dir gehört. Das wird dich, denke ich, dann auch zu dieser Wahrheit führen, die sich hier eben in den Blockaden zeigt. Das ist hier nämlich ganz wichtig, diese Selbsterkenntnis, die du über dich gewinnen sollst. Das ist wirklich wichtig. Dann haben wir hier zweimal das Thema Gerechtigkeit als Anregung vom Universum. Das bedeutet, in dieser Sache, also die sich hier am Anfang zeigt, die eigentlich nur eine Last für dich ist, die einfach viel Energie kostet, obwohl du hierfür eigentlich gar nicht wirklich Zeit und Platz hast, hier sollst du für Gerechtigkeit sorgen. Hier sollen Entscheidungen fallen. Das ist anscheinend jetzt ganz, ganz wichtig für dich. Auch das ist eine Form des Loslassens, weil du dich für eine Sache dann entscheidest. Das heißt, eine Sache geht mit und die andere geht eben dann nicht mit. Also hier müssen Entscheidungen getroffen werden, betrifft eben auch das Umfeld. Das kann natürlich auch eine weitere Person betreffen. Ich vermute, dass für den Großteil der Steinböcke, die hier zuschauen, dass es sich tatsächlich hier um diese Sache handelt, wo hier mit dir nicht ganz, ja, wo du hier nicht wirklich ganz, ja, gut behandelt wirst einfach. Also da soll eine Entscheidung fallen. Da sollst du Entscheidungen fällen und es geht hier einfach um Gerechtigkeit und das soll auch klipp und klar passieren. Hier sind die Aussichten dann nämlich sehr, sehr gut, wenn du hier im Umfeld auch aufräumst, wenn du auch hier für Klarheit sorgst. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Da sind dann tatsächlich verborgene
für dich jetzt noch verborgene Gewinne möglich. Also da könnte sich einiges an einige Post, da könnten sich positive Entwicklungen zeigen. Das könnte auch bedeuten, dass hier neue Menschen in dein Leben treten, die dich wertschätzen, die wo eine gute Balance auch einfach ist in der zwischenmenschlichen Beziehung. Jetzt geht es ja auch darum, eben das Universum möchte so unbedingt eben, dass du hier selbst für deine Gerechtigkeit sorgst, also bitte keine Selbstjustiz machen, das ist kein Aufruf dazu, aber du kannst hier eben für diese Entscheidung selbst sorgen, also du kannst hier einiges in die Wege leiten, denn das Universum warnt dich hier, dass du sonst zu sehr den Blick auf diese Sache hier wirfst, die wir hier eben haben, diese Situation jetzt, dass sich hier irgendjemand anscheinend bereichert oder dass dich hier irgendjemand ausnimmt, dass hier irgendjemand manipulative Handlungen dir gegenüber zeigt. Das kann sich nämlich in sehr starke Emotionen umwandeln und dann blickst du Richtung Vergangenheit und nicht nach vorne. Und deshalb möchte das Universum, dass du jetzt dafür sorgst, dass du hier deine Klarheit hast und dass du diese Sache auch dementsprechend abschließt, indem du hier eine Entscheidung fällst. Du wirst wissen, um welche Entscheidung es hier geht. Dann brauche ich hier noch eine Information. Es geht hier um eine Prüfung offenbar. Die betrifft auch das Loslassen. Also es geht hier in weiterer Folge darum, dass du wirst vermutlich die ein oder andere Möglichkeit bekommen, wieder zurückzufallen in alte Verhaltensmuster oder eben es wird dir vermutlich die ein oder andere Prüfung serviert, wo es dann darum geht, handelst du dieses Mal anders? Das ist hier geht es nämlich auch um deine weitere Entwicklung. Also hier ist das Potenzial des Aufstiegs da. Das Universum bereitet dich darauf vor, dass hier die ein oder andere Sache auf dich zukommt, wo du eben aufpassen sollst. Es sind aber Dinge, die dir auffallen dürften, also die wirklich klar sein sollten. Du wirst gleich merken, aha, da ist jetzt eine Prüfung, da könnte ich so handeln wie immer, aber das Ergebnis war nie so, wie ich das haben wollte. Und da geht es dann auch darum, dass du den Mut fasst und anders handelst. Und da, also hier geht es dann auch drum, also hier geht es vermutlich um dieses Loslassen. Hast du gewisse Dinge, die nicht mehr zu dir gehören? Hast du die losgelassen oder holst du sie dir eben wieder zurück? Also hier, das könnte spannend werden, wie du dich hier entscheiden wirst. Manchmal muss man eine Prüfung halt zweimal machen, das macht ja nichts. Also die Prüfung wirst du so oft bekommen, bis du sie bestehst. Das ist, so einfach ist das auch, aber hier ist eben, wie gesagt, die Möglichkeit da, dass sich hier für dich zum Positiven dann etwas verändert. Denn wenn du diese Prüfungen bestehst, dann werden sie nicht mehr wiederkommen, denn dann ist das so gesehen auch abgeschlossen. Ja, mein lieber Steinbock, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder deinen Kommentar. Und denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke. Denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich und denk immer daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.